Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit super spannenden neuen Wegbegleitern, geilen Persönlichkeiten, Buddies, die dich an die Hand nehmen, mitnehmen, erzählen, wo es sie vielleicht mal auf die Schnauze gehauen hat, wie sie dann da wieder rausgekommen sind und so weiter. Einfach tolle Persönlichkeiten und auf meine heutige Persönlichkeit, auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Ich glaube, jeder, der dieses Video auf YouTube anguckt, wird ihn sofort erkennen. Er ist Moderator quasi aller erfolgreichen deutschen TV-Sendungen, ist deutsch-amerikanisch, hat also wirklich alles gemacht. Sowohl Goldene Kamera, war bei Joko und Klaas, Duell um die Welt, Stefan Raab. Also einfach grundsätzlich ein unglaublich cooler, spannender Typ. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen Zeit zusammen haben. Und deswegen ganz herzlich willkommen. Ich klappe die Showtreppe für dich aus. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist Steven Gätjen. Wow, guck mal, ich werde ganz rot. Herr Tobias, vielen herzlichen Dank für dieses sehr freundliche, sehr lobenswerte Intro. Also, super gern. Danke dir. Das ist mir ein bisschen peinlich. Aber nein, bitte nicht. Ich frage ja immer so direkt zum Anfang, wie hat denn bei dir alles angefangen? Also du bist ja in Phoenix, Arizona geboren, oder? Genau. Was war da so los? Wie war deine Kindheit? Ja, also meine Eltern sind Ende der 60er Jahre nach Amerika gegangen. Also haben zuerst in New York gelebt, dann kurz in Detroit und dann in Phoenix. Und da bin ich zur Welt gekommen und mein mittlerer Bruder. Wir sind ja drei Brüder und der jüngste dann in Hamburg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Kindheit, die ich verbringen durfte in Phoenix, hauptsächlich von Fotos. Mhm. Also wir sind zurückgegangen, da war ich, glaube ich, knapp 4 Jahre alt. Also insofern erinnere ich nicht so wahnsinnig viel. Aber wir haben in so einem Areal gewohnt, wo ganz viele damalige so Expats, ne? Also weil meine Eltern sind ja beide deutsch, mein Vater ist Arzt, der hat damals am Krankenhaus in Phoenix gearbeitet, gelebt und gab es einen Pool und die ganzen Familien mit jungen Kindern haben da immer abgehangen, Barbecues gab es, ich wurde als kleiner, dicker Junge immer rumgereicht. Warst du meine dick? Mutter sagt, also ich war, glaube ich, kräftig. Nein, was heißt dick? Ich glaube, ich hatte so einen klassischen Moppelspeck. Ich bin ja nun auch wirklich heute noch nicht der Schlankste, aber also ich war jetzt nicht, also ich war ein Brocken, sage ich jetzt mal. Aber meine Eltern haben gesagt, ich war eigentlich ein sehr entspanntes Kind. Die konnten mich überall hingeben und ich habe immer gelächelt und war fröhlich. Und so behalte ich das auch in Erinnerung als eine ganz tolle Zeit. Wir waren dann nochmal da war ich 16 und seitdem habe ich es nicht wieder geschafft, sag ich mal, an diese alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Ich würde mir das natürlich gerne heutzutage nochmal heute angucken. Vor allen Dingen, weil Phoenix ja einen unfassbaren Wandel gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Das war ja eher eine kleine Stadt, jetzt ist es mittlerweile eine Riesen, also es hat sich ausgebreitet, ausgewuchert. Damals weiß ich nur, wir waren im Sommer nochmal da und haben Freunde von meinen Eltern besucht. Da waren es halt 50 Grad, ne, zeitweise. Und 50 Grad in Phoenix sind halt extrem heiß, weil das nicht so feucht ist, sondern es ist einfach eine richtig unfassbare Hitze, so als wenn du mit einem Brennglas jemandem vorsitzt. Mhm. Aber genau, dadurch habe ich beide Staatsangehörigkeiten. Es gibt viele, sag ich mal, amerikanische Charakterzüge, die ich schätze, aber ich fühle mich eher als Weltenbürger, als dass ich jetzt sage, ich bin amerikanisch oder ich bin ganz klar deutsch, obwohl man die Tugenden ja immer mixen kann. Hast du Träume gehabt als Kind, wo du gesagt hast, okay, ich als kleiner dicker Brocken träume nicht nur von, keine Ahnung, gutem Essen, sondern war für dich damals schon klar, du wirst Baggerfahrer, deutsch-amerikanischer Baggerfahrer oder Fernsehman? War das damals schon fix? Och, nee, also das mit dem Fernsehen war, ehrlich gesagt, keine Idee, an die ich mich jetzt erinnere früher. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich eine ganz tolle Kindheit und ich bin meinen Eltern da auch total dankbar für, weil sie uns wahnsinnig viele Freiheiten gegeben haben. Ne? Also ich glaube, ich habe als Kind immer eher daran gedacht, Abenteurer zu werden. Abenteurer war so mit meinen besten Kumpels und mir und Freunden eigentlich immer das, was wir am meisten zelebriert haben. Ne? Ob das jetzt
das Spiel mit Playmobil war, ne? Wir haben dann in wirklich total bezaubernden Rock'n'Roll-Haus gewohnt, dass unsere Eltern gesagt haben, das steht euch zur Verfügung, das ist ein Kinderhaus, die Tür war immer offen, wir hatten immer tausende von Freunden da und dann haben wir über den Balkon von der Terrasse in den Abenteuergarten, also wir hatten einen Garten, der so in unterschiedlichen Ebenen war, also so drei Ebenen, also nicht riesig, aber der war halt, der war jetzt nicht akkurat geschnitten, sondern wir haben da Baumhäuser gebaut, wir haben da Basketballplatz, also so einen Basketballkorb hingestellt und den Rasen total zerstört, sehr zum Leidwesen, glaube ich, manchmal meine Eltern Fußball gespielt. Also es war eigentlich immer eher so, dass wir erkunden wollten und selber finden wollten und durften. Dann hat natürlich auch das Kino eine große Rolle gespielt, das Autokino. Meine Eltern sind ja beide große Cineasten. Ich glaube, das war so ein bisschen der Einfluss. Aber es ging eigentlich immer darum, sich so ein bisschen zu entfalten, ohne dass ich konkret wusste, was ich werden wollte. Ich glaube, alles so von Astronaut über Feuerwehrmann, was ja so ein bisschen Abenteuer mit sich bringt, das waren eigentlich immer so die Dinge, die man sich angeguckt hat. Wir haben mit unseren BMX-Rädern Expeditionen gemacht und waren 5 Stunden lang irgendwo in der Walachei. Ne? Wir haben uns zum Kastanienwerfen getroffen im Park und haben die dann vertickt. Es gibt hier so einen Park in Hamburg, der heißt Hirschpark. Da konntest du dann säckeweise Kastanien verkaufen. Die haben sie dann an die Rehe und Hirsche verfüttert. Das war, glaube ich, immer ganz viel draußen. Das war für uns das Größte. Und dann natürlich irgendwann, wenn wir mit 6 angefangen, Fußball zu spielen, dann war es natürlich Manny Kals, Kevin Keegan. Dann haben wir Bananenflanken und geschossen, irgendwie 6 Stunden lang da auf dem Fußballplatz verbracht. Also es war immer draußen viel, ohne dass da jetzt irgendjemand sagte, du musst das werden. Meine Großeltern haben uns immer viele Geschichten erzählt. Also es war eigentlich immer eher so freigeistig. Easy. So absurd, aber easy. Genau. Wie hat sich dann entwickelt? Also Kino, hast du gesagt, ist ja one big part of you. Fernsehen hat sich dann so ergeben? Also bist du da so reingestolpert, weil du zufällig als Abenteurer dann dort gelandet bist? Oder hattest du dann auch Bock drauf? Ja, ich habe nie konkret irgendwie ans Fernsehen gedacht. Ne? Also ich wollte nach der Schule, ich glaube, das ging ja jedem so und geht auch jedem immer noch so. Ne? Schule ist ja an so lange... Du warst auf der Highschool, ja? Genau, ich war auch zwischendurch auf der Highschool in Amerika. Das war total cool in Virginia. Ich habe nach der Schule, nach meinem Zivildienst, war ich nochmal in Washington D.C., habe da als Kellner gearbeitet in so einem Restaurant. Das war eben auch ganz witzig. Also ich glaube, das Schwierige ist ja immer nach der Schule zu wissen, in welche Richtung gehst du. Ne? Also du fällst ja nach der Schule in so ein Loch. Du bist ja 12, 13 oder 10 Jahre oder manchmal 14, 15 Jahre mit Menschen zusammen, die dein Leben bestimmen, ne? Ob du jetzt verknallt bist in jemanden oder ob es deine besten Kumpels sind. Du siehst dich jeden Tag und dann ist auf einmal abrupt Schluss. Und ich war so ein bisschen desorientiert. Ich habe dann Zivildienst gemacht und dann hatte ich irgendwann den Wunsch, Medizin zu studieren. Das war dann auf einmal so ein bisschen der Weg. Genau. Ich glaube, dass ja die Eltern immer prägend sind, auch in dem vielleicht, was man machen möchte. Also mein Vater Arzt, meine Mutter Journalistin und ich hatte dann so das Gefühl, auch durch den Zivildienst, Medizin ist das Richtige. Ich hatte damals für mich auch beschlossen, ich will in die USA und dort studieren. Das war irgendwie von der Sache her, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, auch in der Highschool. Ich hatte da auch schon eine Uni rausgepickt. Ich habe mich da um Scholarship, um Stipendium beworben und sowas. Und dann hatte ich Zeit zu überbrücken und wusste nicht so richtig, wie ich das machen sollte bis zum Studienanfang. Und habe dann Praktikum beim Radio gemacht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich da auch einmal kurz vorm Rauswurf stand, weil ich war damals verknallt in Mädchen und hatte sozusagen eine Praktikumszeit und hatte dann mit einem Freund von mir beschlossen, wir fahren den Mädchen hinterher nach Italien oder sowas. Und ich wollte die besuchen und hatte mir dann einen Urlaubstag vorgezogen. Hatte das auch kommuniziert, aber mein CVD hatte das vergessen und dann kam ich halt einen Tag zu spät wieder zurück in die Redaktion und alle guckten mich ganz mitleidsvoll an und meinten so, ja, es ist schade, dass du jetzt schon wieder gehen musst. Und dann
sind wir da extrem aneinander geraten und ich habe gesagt, ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne, das ist nicht meine Schuld, du hast es verpennt. Dann haben wir uns tierisch gezofft und dann hat er irgendwann gesagt, du, ich finde dich irgendwie cool, hast nicht Bock, ein Volontariat zu machen? Ne, weil ich anscheinend vielleicht doch ein bisschen was In der konnte. Birne hatte. Und Ja. genau, das müssen andere reininterpretieren dann in die Habe ich Entscheidung. gerade. Aber genau, danke dir nochmal. Nee, und dann habe ich, wie gesagt, ein Volontariat angefangen beim Radio und das war einfach super. Das war ein junger Sender, okay, Radio in Hamburg, der einfach mit dem Zeitgeist gelebt hat. Der war cool, der war jung, der war dynamisch. Und dann ging es, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit für meine unfassbare Lebensgeschichte. Und dann gab es damals. Dafür ist der Podcast da. Ja, genau. Dann gab es damals ein Casting von MTV. MTV Europe hat damals einen deutschen Moderator und eine deutsche Moderatorin gesucht, als Nachfolger auch so von Christiane Backer, die damals ja so das deutsche Aushängeschild war. Und haben bei Radiostationen gesucht, weil die haben gesagt, okay, die Leute, die da arbeiten, die verstehen die was von Musik und können auch ein bisschen reden. Und dann bin ich zum Casting gegangen und das war ein absolutes Desaster. Das war so eine Minute, musste man sich vorstellen und irgendwas Witziges erzählen. Das war eine Vollkatastrophe. und dann bin ich erstmal in der Versenkung verschwunden. Dann gab es nochmal ein Casting. Dann haben mein Bruder und ich, warte mal, ich muss hier einmal die Waschmaschine ausmachen. Ja, ganz kurz, bevor es weiter piept. Ich bin gleich wieder da. Ich schneide es nicht raus. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Olli Pocher. Vielleicht hat man das gesehen. Soderle. Hallo. Nee, und dann haben mein mittlerer Bruder und ich haben so ein sensationelles Casting-Tape innerhalb von 48 Stunden gedreht. Was wir damals, er ist wirklich so ein totaler Technik-Freak, ist ja auch Schauspieler mittlerweile, also beherrscht die beiden Sachen und hat dann an zwei VHS-Rekordern dieses Casting-Band geschnitten. Ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil das heißt, du musstest das eine Band anschalten, das andere auf Record und dann so schneiden. Das haben wir dann hingeschickt und haben die dich dann wiedererkannt? Nee, der so, Witz das ist, war doch der Loser, der da am Casting abgekackt hat. Nee, viel geiler noch. Dann hatte ich eine Woche später einen Anruf und dann meinte die Dame Sabine Lüttjens, hieß die, ja ey, vielen Dank nochmal für deinen Castingband und sowas, aber warum hast du uns eine Folge von MacGyver geschickt? Da habe ich das falsche VHS-Band denen geschickt. Okay. Also ohne dieses geile Castingband, was wir eigentlich zusammengestellt haben. Und ich glaube, das ist denen dann mit meinem schlechten Casting so gut in Erinnerung geblieben, dass sie gesagt haben, ey, hör zu, jemand, der so chaotisch kreativ ist, den laden wir ein. Und dann bin ich ja in die Redaktion gekommen. Also ich bin dann innerhalb von drei... Genau, ich musste mich innerhalb von 4 Tagen entscheiden, ob ich in London anfange, da in der Redaktion zu arbeiten. Damals habe ich noch beim anderen Radiosender in Bremen gearbeitet und habe denen gesagt, hör zu, das ist the once in a lifetime Chance, ne? Die muss ich nutzen. Und bin dann Hals über Kopf dahin gefahren, hatte 3 Monate Probezeit, habe dann beim Kumpel, der in London studiert hat, in so einem kleinen Zimmer gewohnt. Ich konnte die von der Wand angelehnt die Hand ausstrecken und war dann an der anderen Wand. In so einer Gemeinschaftsküche, in so einem Hardcore um die Ecke von der Baker Street, also damals kein gutes Viertel. Und habe dann da mich hochgeackert, ne? Und habe dann Musikvideos gedreht für die Performances, habe ganz viel Regie geführt bei Videos. Und dann kam ja auch irgendwann die Zeit von Christian Ulmen, der dann auch anfing, in London zu arbeiten. Mit Christian habe ich wahnsinnig viel Zeit verbracht, auch so geile Sachen erlebt. Das war sensationell. Und dann ist jemand, dann bin ich ja so aufgestiegen und habe dann die Redaktionsleitung gemacht der MTV News. Und dann ist irgendwann die Moderatorin krank geworden. Und dann haben die händeringend nach jemandem gesucht, der Deutsch und Englisch sprechen kann. Und dann meinte Christian, und das bin ich immer noch, Christian immer noch dankbar dafür, ey, nimm doch mal den Gätchen. So schlecht ist der er. Kann das. Und dann, genau, und dann habe ich das gemacht. Und dann, wie man so schön sagt, the rest is history. Dann habe ich irgendwann jemand mal gesehen von ProSieben und hat mich angerufen und wollte mich zu ProSieben lotsen. Ich habe gesagt, nee, ich fühle mich so wohl in London, ich will hier bleiben. Und dann meinte er so, hör zu, ich fahre jetzt 3 Wochen nach Südafrika in Urlaub, du musst dich vorher entscheiden. Dann habe ich das wieder rausgezögert. Hans-Joachim Friede war das. Und dann hat er mich nach 3 Wochen angerufen und meinte so, ey, ich will immer noch, dass du kommst. Und dann bin ich zum Casting gefahren und dann bin ich bei TAF gelandet. Und ja, so war ich beim Fernsehen auf einmal. Und wie war dann TAF? War das dann genauso geil wie London? Oder hast du es bereut?
Nee, also dazu muss man sagen, ich war ja in London, ne? Das war Ende der 90er Jahre. Du musst dir das vorstellen, wir haben alle in Camden Town, in Holy Crescent, im Großraumbüro gearbeitet. Das waren 120 Leute im Alter zwischen 20 und 30 aus der ganzen Welt. Ne? Also da bist du morgens in die Kantine gegangen, da stand Marilyn Manson neben dir. Ne? Dann bist du hoch ins Studio, dann kam Keanu Reeves auf dich zu, du hattest die Toten Hosen Live-Performance. Scooter war da, Oasis, das war die Zeit von Spice Girls. Ey, das war, also, Rockstar Life. ja, ey, das war, also ganz im Ernst, dass ich Teil von dieser Gemeinschaft damals war. Ey, da gab es Partys, das kann ich, darf ich gar nicht erzählen. Doch. Mein Chef Brent Hansen war Mitte 30, der hat sich immer eine Tüte gedreht, wenn du zu ihm kamst für die Vertragsverhandlungen. Es war einfach, überall liefen Fernseher, das mit den Computern fing gerade an. Das war, also das Geile war einfach, es war so kreatives Chaos, weil das halt so komprimiert war. Ne? Wir mussten halt, also wir waren jetzt ja keine, das war nicht organisiert, da war keiner, der sagte, so musst du das machen, sondern wir haben gesagt, mach. Also wenn du meinst, das musst du so machen, dann mach es. Ne? Und genauso war das auch in der Regie und dann haben wir. Ich meine, ich habe mit Mitte 20 irgendwie eine Live-Show damals bei der IFA aufgestellt für MTV. Ne? Das muss man sehen, völlig beknackt. Ne? Wir haben Außendrehs gehabt. Wir hatten, also es war mit einer der geilsten Zeiten, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ne? Und dann kommst du halt von London Islington nach München Ismaning, muss ich dir jetzt nicht sagen. Ne? Beim Casting habe ich in einem Hotel gewohnt, da hingen Hirschgeweihe und Jagdbilder und eine Frau im Dirndl stand an der Rezeption. Das hat mich natürlich Scheiße. total verwirrt. Erstmal ein Das Klatsch ins ist, Gesicht. ja, also das war natürlich so vom Leben her, ne? Von der Intensität her, was völlig anderes. Also Einmal so richtig. Notbremse gezogen. Ja, genau. Und dann ging es auch direkt gleich, dann kam ich da an und dann meinten die irgendwie von TAF so, ey, Steve, wir gehen jetzt erstmal zum Friseur. Und dann meinte ich, wieso zum Friseur? Ne? Also Was meine wollt Haare ihr waren von halt, mir? also nicht, dass ich so viele Haare hatte, aber ich war halt so Chaos, ne? Also so ein bisschen so, du konntest halt kommen, wie du wolltest zur Arbeit, es war alles cool. Nein, ich meine, da bin ich auch, ich bin zu den MTV Video Music Awards damals geflogen auf eigene Kosten. Ohne Hotelzimmer oder eine Bleibe zu haben nach Los Angeles, ne? Und bin dann da irgendwie rumge, hab dann Leute kennengelernt, dann haben wir irgendwie die Posse kennengelernt von Marilyn Manson. Damals hatten sie die Aftershow-Party in den Universal Studios in Los Angeles, ne? Der Park war geschlossen, es war alles voll mit Buffets. Dann habe ich irgendwelche Typen kennengelernt, die mich dann auf irgendwelche Partys geschleppt haben. Also es ist echt absurd im Nachhinein, wenn man sich überlegt, was man da alles erlebt hat. Aber es war einfach, ich war in Cannes, habe im Hotel gewohnt, das irgendwie so groß war wie die Zimmer in London, ne, mit so Fensterschlitzen hin zur Autobahn. Es war einfach geil. Ne? Ich hatte zeitweise keine Kohle zwischendurch, um mir was zu essen zu kaufen, weil das war halt von der Hand im Mund. Das war nicht Aber war das großartig dann bezahlt. wurscht oder hast du da Angst gekriegt? Nee, mir war das wurscht. Ja. Also, weil das, also, ich meine, du bist jeden Abend mit deinen Kollegen, das ist ja das Londoner Leben sozusagen im Pub gegangen. Ne? Also, es war immer, let's go down to the pub. Dann hast du da halt drei Pints Gesoffen. getrunken und dann hast du halt kein Geld mehr fürs Essen. Aber das Geile war, und das muss ich dann auch nochmal sagen, unsere Eltern haben immer gesagt, ey, mach einfach, ne? Also du Geil. kannst, egal was passiert, du kannst ja immer nach Hause kommen. Und das Geil. war einfach das Geilste, was es gibt, ne? Also die Sicherheit zu haben, wenn alle Stricke reißen oder dir was passiert, dann rufst du an, ne? Und meine Eltern haben mit mir sozusagen dieses Rockstar-Leben gelebt. Die haben natürlich nicht Geil. verstanden, was ich da mache, was da passiert. Ne? Ich war in WGs am Anfang irgendwie mit 12 Leuten, davon 8 Schweden. Mein Zimmer war neben der Toilette. Die haben ständig Partys gemacht und immer mein Zimmer mit der Toilette verwechselt. Ist auch nicht geil. Dann habe ich mit irgendwelchen MTV-Moderatoren zusammen gewohnt. Dann habe ich auf der Holloway Road gewohnt, in so einem alten Postgebäude mit einem Typen von der BBC, der immer Dokumentarfilme für die gemacht hat, der irgendwie super gut befreundet war mit dem Typen, der damals Pulp Fiction mitfinanziert hat. Also das sind alles so Geschichten, die kann mir ja keiner nehmen, weißt du? Ja. Und so war dann auch tough, ne? Also bin ich nach München gezogen, ich hatte keine Wohnung, ich habe die ersten 3 Monate
habe bei unterschiedlichen Redakteurinnen und Redakteuren auf der Couch gepennt, die haben mich alle aufgenommen. Und ich habe das Haben dann die dich eigentlich da schon moderiert. abgefeiert? So, oh, jetzt kommt der Wilde aus London. Nee, ich glaube, die hatten keine Ahnung. Ja? MTV war ja zwar Kult, aber das war jetzt nicht so, sag ich mal, das Ding, wo sie alle gesagt haben, da kommt jemand, sondern ich kam da halt rein, ich war halt, ne, Mitte 20 völlig Völlig durcheinander. verblasen. Nein, Ja. aber ich hatte ja schon Plan, ne? Also das, was ich ja bei MTV auch immer gelernt hatte, war hart arbeiten und dann kommst du auch weiter, ne? Also ich war immer der Erste, ich war immer der Letzte. Also das bei all dem Chaos war ganz wichtig, ne? Dass du da auch, also ich habe da auch richtig hart gearbeitet. Ich habe da nicht nur gefeiert, ne? Ich war da morgens um 8 und bin da durch den Londoner Straßenverkehr mit meinem Fahrrad geradelt und abends dann wieder nach Hause und dann hast du was zu essen gemacht oder bist irgendwo anders noch hingegangen. Also ich habe da richtig geackert. Ich hatte da auch zeitweise so Phasen, wo ich zu Hause angerufen habe und meine Mutter meinte, was ist denn los? Und ich hatte so, ich war einfach körperlich auch durch von diesem ganzen Input, wenn du da den ganzen Tag unter so einer Beschallung steckst. Aber es war eine unfassbar geile Zeit. Und bei TAF ging es dann halt los damals mit dieser Idee, mit der Doppelmoderation mit Britta Sander. Wir waren ja, also TAF war damals ja nicht so erfolgreich. Und dann gab es die Idee von Boris Brandt, dem damaligen Programmdirektor, dass die beiden noch zusammen moderieren. Und dann haben wir das zusammen gemacht und wir hatten damals, das war ein unfassbarer Erfolg. Es war ja auch kurz danach, hat dann auch TV Total angefangen. Also es war Warst du so da eigentlich die mal Ära. aufgeregt irgendwie so zwischendurch? Also, ich Bei meine, den Fernsehaufzeichnungen. ja, ich meine, du bist in Unterföhring in diesem TAF-Studio und weißt, okay, ich arbeite jetzt hier nicht mehr beim Rockstar-Musiksender in London, sondern hey, jetzt wird's hier mal groß. Unterföhring, Hirschgeweih und ProSieben. Also hatte ich das schon irgendwie auch mit Respekt versehen oder war trotzdem Rockstar-Stimmung weiter? Ich glaube, also ich habe schon Respekt vor meinem Job, aber ich glaube, das ist auch vielleicht der falsche Berater in der Sekunde, ne? Also ich hab das alles schon ernst genommen, aber ich bin da mit einer ganz großen kindlichen Freude rangegangen. Vielleicht ist das dann auch dieses Abenteurergehen. Das war einfach für mich ein neues Kapitel in einer anderen Art und Weise, ne? Also das Schöne ist, dass die Britta und ich uns sozusagen gesucht und gefunden hatten, ne? Wir waren wie Bruder und Schwester, ne? Ich war Genau. der chaotische Bruder und sie war die seriösere ältere Schwester. Und wir haben uns abgöttisch geliebt und geschätzt, ne? Also jetzt aber auf eine platonische Art und Weise. Wir hatten ein vollstes Vertrauen. Sie wusste, ich bin der Chaot, ne? Ich gehe raus. Also ich bin da ja auch nach der Live-Show abends irgendwo hingeflogen, habe da gedreht, am nächsten Tag wiedergekommen, manchmal zu spät, weil ich irgendwie da, keine Ahnung, länger gedreht habe oder was weiß ich. Und dann hat sie das immer aufgefangen und ich konnte sie immer überraschen. Ich habe sie immer zum Lachen gebracht. Wir haben die Sendung einfach umgestaltet, ne? Wir haben für uns beide gesagt, wir wollen auch mal positiver rausgehen. Wir wollen den Leuten nicht immer nur. Das ist ja auch ein Problem heutzutage, ne? Dass du aus Sendungen rausgehst und einfach das Gefühl hast, Alter, wie schlimm ist die Welt? Und wir haben irgendwie Ja. gesagt, wir sind ein boulevardeskes, leichtes Format. Nein, das war auch toll. Also es war, also das Schöne ist, ich habe so viele Menschen in meinem bisherigen Berufsleben kennengelernt, die mir immer viele Freiheiten gegeben haben und dadurch wächst du einfach auch. Und umso älter ich jetzt werde, umso mehr Erfahrung ich auch in diesem Business gesammelt habe, umso wichtiger ist, glaube ich, einfach auch für sich selber. Also das Moderatoren-Business ist ja eine subjektive Art des Jobauslebens, ne? Also es gibt ja keinen Bewertungsgrad, ne? Also du kannst ja, wenn ich sage, ich bin der schnellste Mensch auf Erden, dann können wir rausgehen und dann stoppst du die Zeit und entweder bin ich es oder ich bin es nicht. Beim Moderieren ist es halt, sind es reine Sympathiewerte und ich versuche einfach. Oder was heißt, ich versuche nicht. Also ich glaube, ich bin im Fernsehen so, wie ich privat auch bin. Und was ich einfach über die Jahre jetzt gelernt habe, ist, ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. Kein Mensch ist perfekt. Und man versemmelt mal was, man hakt mal, man ist mal emotional aufbrausend oder lacht sich tot. Und ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste. Und das hat mir all diese Zeit auch mitgegeben und mich auch gelehrt. Und es gibt Leute, die finden mich doof und es gibt Leute, die finden mich gut. Es gibt Leute, die finden mich zu alt und zu jung. Also aber es war nie so, dass ich jetzt bei TAF gesagt habe, oh Gott, jetzt musst du aber anders werden. Ich fand es so komisch, dass ich, wie gesagt, mit
drei Damen vom damaligen Moderatorenmanagement begleitet wurde zum Friseur. Die dann zum Friseur gesagt haben, so, schneide mir jetzt mal die Haare. Und dann habe ich gesagt, ey, hör zu, fass meine Haare an und ich breche dir den Arm. Ne? Also es ist halt, wie es ist. Also es war so ein bisschen absurd, aber das, also es war toll. Also, aber dass du so schön, auch die Eier dazu hattest, das dann einfach auch so durchzusetzen. Also, ich weiß gar nicht, ob das Eier sind, sondern ich glaube, das ist einfach auch die Unterstützung der Leute, die mich da auch hingeholt haben. Ne? Ja. Also ich glaube auch der damals der Shelby Taylor von MTV, der Hans-Wolfgang Friede von ProSieben, die haben mich da ja hingeholt, weil sie ja irgendwas auch gesehen haben, ja, was sie in der Sekunde gerne auch hatten und haben mich immer bestärkt. Ne? Also es gab da, das kennst du ja auch vom Radio, ne? Es gab damals eben auch diese Sprechtrainerin oder Sprachtrainerin, ja, ja, die dir dann erzählt haben, was für ein Duktus du anlegen, ja, musst, wie du reden musst. Und am Ende war es alles genormt. Und das sage, ja, ich auch allen Moderatorinnen und Moderatoren und Menschen, die das gerne machen wollen. Also die Stimme, dein Sprachrhythmus, die Art und Weise, wie du gestikulierst, das ist ja deine Persönlichkeit. Ja. Ne, also in der Sekunde, in der jemand kommt und sagt, du musst es so machen, du darfst das nicht tun, das nicht tun, ist ja Quatsch. Das, alles weg, ja. Das ist alles weg. Ne? Ich habe halt einen Hamburger Schnack. Ich verschluck, ja, manchmal Silben, ich lache vielleicht manchmal doof oder ich gucke komisch. Oder, ja, aber das ist ja Teil meiner Persönlichkeit und, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Also ich bin all den Leuten dankbar, die das gemacht haben, aber sie haben auch alle immer zu mir gesagt, bleib authentisch, bleib der, ja, du bist. Mach das so, wie du meinst, wie du es, ja, machen sollst. Und ich, ja, glaube, das ist ja auch was, warum du so gut bist und so erfolgreich, weil du der bist, der du bist. Ich habe immer so Personality-Trainer auch gehabt, die mir dann vorgeschrieben haben, wie ich denn authentisch bin. Also die haben mir immer, das war so heftig, wir haben dann, da habe ich in Mannheim moderiert, das war Rockstar-Zeit, jeden Morgen Morningshow, also super geil, wir haben auch irgendwie so von Festivals gesendet und während der Sendung Jägermeister ohne Ende, also richtig, zumindest durfte ich noch so ein bisschen Rockstar-Zeit miterleben, wobei ich auch immer das Gefühl hatte, also ihr habt richtig geile Rockstar-Moderatorenzeiten gehabt, ich war schon längst im Format-Radio oder Format-Video-YouTube-Zeitalter angekommen, ich musste schon ganz andere Regeln befolgen, aber im Rahmen dieser Format-Autobahn durfte ich zumindest mit meinem Lamborghini hin und her fahren. Aber da das gab's dann ist ja aber, die Kunst, ne? Ja, ja. Und da gab es also dann immer so einen Berater, der war jeden Tag da und wir mussten immer nach der Morningshow in dieses Büro von dem Programmchef, Jürgen Wiesbeck heißt er, und der saß da noch dran und hat jeden Tag geraucht, bei dem durfte man im Büro noch rauchen. Das war so ein Riesending, die goldenen Schallplatten an der Wand, und er hat immer so wie, es sah so aus, wie wenn an seinem Fenster eine Orgel steht, ja, mhm, und wir mussten dann zum Aircheck und er hat sich dann immer so wirklich filmisch umgedreht und hat gesagt, guten Morgen. Oh Gott. Also heute warst du sehr authentisch, Tobi. Und ich dachte mir dann immer so, wie bin ich denn authentisch jetzt? Also war das jetzt? Ja, sehr authentisch. Sehr authentisch. Ja, aber sehr, was ist das für eine Aussage? Ne? Ja, eben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ich glaube, dass, also das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch wieder Teil der Vergangenheit. Ich glaube, das ist heutzutage noch viel wichtiger als im Radio, genauso wie im Fernsehen, wieder Authentizität ganz vorne ranzustellen und vor allen Dingen wieder Charakterköpfe zu haben, beziehungsweise Leute, die eine bestimmte Art von Fernsehen repräsentieren. Ne? Viele interpretieren ja Charakterköpfe immer mit Anecken und, mhm, wahnsinnig tolle Meinungen und provokant zu sein. Das finde ich, ist ja nicht so. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die authentisch sind, ohne, die sind einfach cool, ne? Oder, ja, nett oder sympathisch. Ne? Ja. Das ist ja auch etwas. Aber ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und viele Dinge, die passieren, und so schätze ich dich ja auch ein, passieren ja aus dem Bauch raus. Ne? Also, ja, manchmal muss man den Kopf vielleicht einschalten und manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen zu emotional, aber bei mir entscheidet eigentlich immer der Bauch. Ja, ja. Und das ist authentisch. Und ich glaube, dahin geht es wieder zurück. Ja, ja. Ja, stimmt, ganz genau. Also es war, ich habe dann immer versucht, so authentisch zu sein, wie die mir sagen, dass ich authentisch wäre. Ja, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, stopp mal, ich versuche ja gerade eine Authentizität zu leben, die ja deren Vorstellung meiner Authentizität ist. Das macht, genau, ja gar keinen Sinn. Nee. Ja.
Nee, genau, vor allen Dingen, wenn da ja jemand sitzt, der dich beurteilt und gar nicht weiß, wie du eigentlich tickst, ne? Ja. Also deswegen finde ich das immer, also wie gesagt, ich kann nur den Rat nach draußen geben, ne? Also orientiert euch an Menschen, bei denen ihr das Gefühl habt, die verstehen auch, was ihr macht und wer ihr seid, ne? Also wenn jemand es schafft, sozusagen deine Stärken zu verstärken und dich auf deine Schwächen hinweist und du daran arbeiten kannst oder beziehungsweise, also Schwächen sind ja nichts Negatives, ne? Oder Schwächen klingt aber negativ, also weil Schwachsein ist ja in unserer Gesellschaft etwas, was viele Leute nicht wollen, was ich totalen Quatsch finde, weil Schwächen machen einen ja nur nahbar, das ist ja genauso wie, also ne, wie emotional sein, also wie lachen und weinen, also ich finde, das ist eine ganz wichtige Kombi und ich finde, das macht, also keiner kann perfekt sein, das siehst du ja auch, das funktioniert ja auch nicht, ne? Und die Garde an älteren Herren, die über uns politisch und wirtschaftlich bestimmen, die gehören halt noch zu dieser Ära des nur der Harte setzt sich durch und genau. Bundeswehr hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also Quatsch. Und tschüss. Ja. Ja. Wie ich habe so einen Moment von dir im Kopf, ja, weil du gerade sagst, auch Schwächen, bei dieser blöden goldenen Kamera, ja, wo dann dieser blöde Ryan Gosling-Fake rausgekommen ist. War das bei dir in dem Moment so ein stopp mal, Moment, fuck, mir läuft gerade die gesamte Veranstaltung aus den Fingern? Nö, also ich muss dazu sagen, das war für mich zum Beispiel ein Moment, wo ich gedacht habe, alter Falter, what's happening? Ne? Also Nummer eins, dass ich überhaupt die goldene Kamera moderieren durfte. Das war, da habe ich so gedacht, so, ey, war, du stehst jetzt da? Das habe ich in keinster Art und Weise erwartet und habe mich total gefreut und ich habe es jetzt dreimal gemacht, ob die goldene Kamera noch zeitgemäß ist oder nicht und was da alles drumherum jetzt gerade passiert, ist egal. Dieser Moment mit Ryan Gosling, ne, mit dem ich immer verbunden bleiben werde und über den ich mich immer noch in gewisser Art und Weise amüsiere, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Nummer eins, das, was im Nachhinein daraus gemacht wurde und was mit einigen Leuten, die da für die goldene Kamera auch gearbeitet haben, passiert ist, ist eine absolute Frechheit und Schwanerei. Ne? Also Nummer eins, haben da Leute ihren Job verloren, die wirklich nichts dafür können. Das ist natürlich in so einer Sekunde schlimm, dass die sozusagen als Platzhalter dafür dienen, dass da im Gesamtkosmos etwas nicht stimmte. Nummer zwei, diese Diskussion dann über Promis und Superstars in deutschen Preisverlagen, fand ich auch absurd, weil alle sich darauf gestürzt haben, so nach dem Motto, jetzt haben wir dieses Superstar-System entlarvt, obwohl alle davon leben. Das war so ein eigenes Zerfleischen, was ich nicht verstanden habe. Ich ziehe immer noch den Hut vor Joko und Klaas, wie sie das auf die Beine gestellt haben und wie das dann am Ende vonstatten gegangen ist und sag Chapeau. Ne? Aber irgendwie auch überflüssig, oder? Ja, es gibt mehrere Punkte. Ne? Die Frage ist natürlich, reitet man einen Kollegen und Freund rein? Ne? Also ich meine, das haben sie mir im Nachhinein auch tausendmal immer gesagt, dass sie einfach echt Schiss hatten, dass das für mich eine Bombe ist, die in meiner Hand explodiert. Ne? Ist sie ja nicht. Also ich sage jetzt mal so, ich wusste, und das bezeuge ich jetzt auch noch einmal vor dir, von dieser ganzen Aktion nichts. Ne? Also ich war ja selber in diesen Gesprächen dabei. La La Land war gerade auf gut Deutsch the shit, ne, weltweit. Also alle sind durchgedreht, Oscar-Preisträger und sowas. Und deswegen gab es diese Ankündigung, ob man Ryan Gosling bekommen könnte und wollte, und das wusste ein kleiner Kreis. Ich wusste davon, dass es die Möglichkeit gab und das wurde auch ganz geheim gehalten. Und als dieses Tor aufging und ich da stand und unseren Bäckermeister habe reinkommen sehen, da war mir klar,
also mir war klar, das ist nicht Ryan Gosling, weil ich ihn ja eine Woche oder zwei Wochen vorher bei den Oscars gesehen hatte. Ja. Aber mir war in der Sekunde halt nicht klar, was ist das? Ne? Also da schießen dir natürlich tausend Gedanken durch den Kopf. Ist es ein Fopper von Ryan Gosling? Also veräppelt der uns jetzt, ne, und schickt jemanden vor und kommt dann hinterher? Ist es eine gezielte Veräpplung von mir? Ne? Also legt mich da jemand rein und dann kommt Guido Kanz um die Ecke und sagt so, das war, verstehen Sie Spaß? Oder ist es für die eigene ZDF-Sendung, die ich ja auch moderiert habe, versteckte Kamera? Hm. Und dann, als er dann seinen Mund aufmachte, war halt klar, was da passiert. Und dann muss man dazu natürlich sagen, waren die 3-4 Minuten danach halt interessant, ne? Weil ich habe ja einen Knopf im Ohr bei Live-Sendungen, das kennst du ja sicherlich auch, um verbunden zu sein mit der Regie, mit dem Producer, mit dem Chefredakteur, die ja ständig mit dir kommunizieren, ne? Weil es bestimmte Werbezeiten geht, an denen du dich dann orientieren musst. Also im Fernsehen jetzt nicht, aber da, beim ZDF jetzt nicht, aber zumindest an bestimmte Abläufe. Und das war halt totenstill. Ja. Und, weil alle so boom. Ja, genau. Ja, weil alle und alle gucken auf Steven und überlegen sich so quasi wie der Thomas Gottschalk-Moment und Reich Ranicki, was macht jetzt der Gätchen? Ja. Genau, und ich habe dann einfach weitergemacht und habe darauf reagiert und dann kam ja danach die... Also es gibt da viele Dinge, die ich im Nachhinein auch am Verhalten der Goldenen Kamera und des ZDFs kritisieren würde, was ich jetzt aber hier nicht mache. Weil das sprengt, glaube ich, unsere Sendezeit. Aber du, damit werde ich verbunden sein. Es ist passiert. Und ja, es war interessant. Also ich fand dich cool, ehrlich gesagt. Danke dir. Ich fand dich cool. Du, ich habe da, also ich habe da auch keine Animositäten. Ich bin auch nicht, also es ist passiert. Ne? Ja, also Punkt. Und solche Sachen passieren bei Live-Shows, können passieren. Da gibt es weitaus schlimmere Dinge. Was ist Thomas Gottschalk und Reich Ranicki, ist natürlich auch eine lustige Situation. Aber ich glaube, das sind ja die Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Ja. Klar hätte ich mir auch was anderes gewünscht, aber das war jetzt, wie gesagt, ich bin niemandem böse und das ist, es ist geschehen. Und wie gesagt, ich habe Joko und Klaas mit der Nacht zur Brust genommen. Wir haben uns darüber ausgesprochen. Es ist alles gut gelaufen. Okay. Du hast gesagt, du hast um 11 Uhr einen Termin. Bist du... Nee, alles gut. Okay. Nee, das habe ich nach hinten rausgeschoben. Oh, geil. Okay, weil ich habe nämlich noch ein paar Hollywood-Fragen, wenn ich darf. Immer gerne. Das ist übrigens auch ganz spannend. Ne? Also ich habe bei TAF angefangen und damals kam Rainer Laux auf mich zu. Der gehörte zum Team. Der macht jetzt Big Brother seit 75 Jahren. Ich meine so, hör zu, Steven, hast du nicht Bock, zu den Oscars zu fahren? Ich sage, logisch habe ich Bock, zu den Oscars zu fahren. Ja. Das war 1999, war ich zum Geil. Ersten Mal da. Geil. Und wie war das dann? Du das erste Mal als junger Bub quasi auf diesem riesigen roten Teppich zwischen der Weltpresse und dann du? Also wie war das? Geil. Das war einfach unfassbar. Das war ja noch am Shrine Auditorium. Also es war nicht am Hollywood Boulevard im jetzigen Dolby Theater, sondern das war ja in Downtown Los Angeles. Da war das alles ein bisschen kompakter. Da gab es auch kein Sicherheitszelt. Da sind die Limos direkt an den roten Teppich gefahren. Dann sind die Stars ausgestiegen. Ach, das war total... Es war unfassbar, ne? Damals haben wir das ja auch gemacht mit den Rosen und mit den Snacks an die Promis verteilt. Das hat mich insofern schon erschlagen, weil das für mich, ich meine, ich habe mit meinem Bruder und Freunden jahrelang die Oscars im Smoking im Kino mir angeguckt. Mhm. Ne? Also das haben wir zelebriert und dann stehst du auf einmal selbst da. Das war einfach total geil. Es war einfach super geil. Also das, und ich muss mich da immer noch kneifen und es bleibt auch immer noch ein unfassbar geiles Gefühl, da zu sein. Es ist immer noch für mich ein riesen Gaudi und riesen Spaß. Wie sind die Leute da drauf? Also wenn du dann da auf diesem roten Teppich stehst, kommen da kurz so Gedanken auf von, okay, die sind ja eigentlich alle bescheuert. Was ist das hier eigentlich alles für ein Bescheuerter? Meinst du die Stars oder die anderen? Ja, genau, die Stars.
Ja, ich meine, wenn die Amis eine Sache wirklich können, dann ist es natürlich, sich selber zu feiern. Und das ist halt, die feiern sich halt selber. Aber ich mag das ja. Das, was wir Deutschen nicht können, du hast es eben angesprochen, die Goldene Kamera oder der Deutsche Filmpreis oder die Bambi-Verleihung, wir sind immer so verkrampft, ne? Ich finde es halt cool. Warum nicht? Was ist denn daran schlimm? Ich meine, die machen coole Filme, manchmal machen die doofe Filme, aber die kommen da zusammen und sagen so, Alter, jetzt Siehst du zelebrieren wir geil das aus? mal. Ja, und das ist auch völlig okay. Ich finde es doch, ich finde es wirklich völlig, ich finde es gut. Das ist eine super positive Stimmung. Das ist nicht, ich glaube, die neiden sich natürlich auch untereinander alles, das Schwarz nicht unter dem Fingernagel, aber sie zeigen es nicht so wie wir. Also hier in Deutschland ist es ja immer unfassbar angespannt und schwierig und da ist es einfach locker. Die kommen da raus, die schmeißen sich in Schale, die gehen 8 Wochen vorher auf Detox und Diät und holen sich Personal Trainer und botoxen sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann kommen sie da hin und dann sagst du so, wow. Und bei einigen Stars, ja, merkst du einfach auch, die sind Stars, weil die eine so unfassbare Aura haben. Ne? Die strahlen einfach was aus. Das ist ja so, Entschuldige, wenn Tom Cruise oder ein Brad Pitt in den Raum reinkommt, ey, das ist einfach BÄM, da schaltet jemand einen Scheinwerfer an. Das ist halt so. Ne? Aber deswegen sind die da, wo die sind. Das ist da halt geballt. Also, und mit den Kollegen, da gibt es Leute, die finde ich total super. Ich hatte dieses Jahr stand ich neben Billy Bush. Wer ist das? Ich Den weiß nicht, kenne ich ob der nicht. dir was sagt. Billy Bush ist damals berühmt geworden. Das ist so ein Boulevardreporter. Ich glaube, es ist der Neffe auch von George W. Bush, weil er mit Donald Trump in diesem Bus gesessen hat. Dieser berühmte Audiomitschnitt, wo sie sich über Frauen so unfassbar despektierlich unterhalten haben. Billy Bush ist damals herausgeflogen, weil Donald Trump logischerweise als Präsident da leider Gottes weniger antastbar ist. Aber Billy Bush stand neben mir und das ist wirklich so eine kleine bösartige Ratte. Also was für ein unsympathischer Spacken. Und der hat sich halt aufgeführt, der hat sich aufgeplustert wie so ein Gockel und hat so auf dicke Hose gemacht und der war einfach nur unangenehm peinlich, ist auch von ganz vielen Stars ignoriert worden und am Ende wutentbrannt weggelaufen. Also sowas gibt es halt auch, aber das ist spannend, ne? Also auch die Facetten der internationalen Presse. Ich stehe ganz häufig in der Nähe von den Italienern und Spaniern, den kenne ich jetzt über die Jahre, die mache ich total gerne. Aber es ist schon witzig. Also es ist halt ein Schaulaufen in jeglicher Hinsicht, aber es ist geil. Gab es für dich da so ein Once-in-a-Lifetime-Moment? Irgendwie, keine Ahnung, Brad Pitt umarmt dich plötzlich auf dem roten Teppich und du hast das Gefühl, dein ganzer Körper wurde gerade vergoldet. Och, ne, da gab es in den, also ich meine, das ist echt unfassbar, dass ich das schon so lange machen darf und auch gerne mache. Da gab es schon super Momente, ne? Also hier bei der ersten Oscar-Verleihung. Du bist ja immer abgesperrt hinter so einer Kordel Teams und vor dir laufen die Stars rum und ich stand da und guck nach vorne und auf einmal tickt mich jemand hinten auf die Schulter und ich drehe mich um und dann steht vor mir so in diesem Abstand Angelina Jolie, Oh mein weil die Gott. ist hinten rumgelaufen und wollte quer über den roten Teppich und dann habe ich halt hinter der Balustrade mit ihr ein Interview gemacht, was total Geil. absurd war und die war super witzig. Dann vor 8 Jahren, als die Ehe Jolie, oder 6 Jahren, als die Ehe Jolie und Pitt noch bestand, kam die halt, also man sagt ja, je später der Tag, desto größer die Stars, ne? Also die ganz großen Stars kommen ja immer erst ganz am Ende. Und dann kam dann Angelina Jolie und Brad Pitt über die Fastlane, also es gibt diese VIP-Fastlane in der Mitte des Teppichs, wo die Superstars dann halt direkt ins Dolby Theater laufen können. Und da sind sie durchgegangen und ich hatte 2 Wochen vorher die Premiere von Das seltsame Leben des Benjamin Button in Berlin gemacht mit Brad Pitt zusammen. Und dann liefen sie durch und wollten direkt rein und ich habe nur und Salt hatte ich auch gemacht mit Angelina Jolie und dann rief ihn nur so, Brad, Angelina! Und beide gucken mich so an. Angelina stoppte Brad Pitt, machte die Kordel auf von dieser VIP-Fastlane. Der Security Guard guckte sie so an und sie kamen beide direkt auf mich zu. Ach, wie Und geil. ich, Alter, so, wow, yeah!
Und ich habe in der Sekunde ging so ein Feuerwerk in mir los und ich bin total durchgedreht. Und dann kamen die zu mir und alle nehmen und so, what? Wieso halten die jetzt an? Habe ich mit denen geklönt, sind sie reingegangen. Aber gibt es auch lustige Momente, ne? Es gab ja jahrelang so einen Einspieler von Stefan Raab. Da hatte ich die Produzenten, das Produzententeam von Die Fälscher bei mir im Mikro und ich meinte so, hallo, schönen guten Tag, Steven Gätchen. Und der Produzent hatte verstanden, wie geht's denn? Und er meinte so, ja, wie geht's? Ne, Steven Gätchen, wie geht's denn? Der klassische Witz. Aber da gibt es ganz tolle Momente. Mickey Rourke war geil, Will Smith, The Rock. Ne, da gibt es viel. Also ich glaube, ich müsste mich eigentlich mal hinsetzen und mir das alles nochmal so vor Augen führen, was da passiert ist. Aber ich bin so dankbar für die Zeit. Ich mache das total gerne und ich bin echt für jede Moderationsanfrage, jeden Job immer noch. Ich freue mich einfach drüber, weil geil. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde es einfach geil, dass ich das immer noch machen darf. Geil. Und so viel falsch mache ich dann vielleicht auch nicht. Also mir wäre bisher nichts aufgefallen. Naja, doch, da gibt es viel. Ne? Also es gibt ja auch, sag ich mal, interessante Ausflüge wie Gülcans Traumhochzeit, das habe ich ja auch gemacht. Hast du das gemacht? Das habe ich gemacht damals. Ja gut, dann muss ich jetzt meinen Laptop zuklappen. Nein, bitte nicht. Das war trotzdem. Also ich war bestimmt das ja lustig. Ja? Glaube ich schon. Es war eine interessante Erfahrung, sag ich mal so. Genau. Hollywood-Interviews, ne? Also du bist ja quasi gefühlt in Deutschland derjenige, der den direkten Draht zu diesen ganzen Menschen hat. Du als Kinoexperte hast ja auch deinen eigenen Podcast. Übrigens kann man hier für dich schon mal erwähnen. Danke dir. Süß oder salzig bei Audible? Ja. Tu mal in die Shownotes. Und da bist du für mich die einzige Person, das einzige Gesicht, was man irgendwie so mit, okay, ja, Steven Gätchen, der ist doch mit denen allen befreundet da drüben in Hollywood. Ist das auch so? Also ich sag mal, wie sind die so drauf in deinen Interviews? Also hast du das Gefühl von, okay, hier unterhalten sich gerade zwei Menschen, die einfach Bock haben, sich zu unterhalten? Oder ist es immer so eine komische Rollenverteilung? Also ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig, und das ist eine Maxime, die ich aber schon seit Tag 1, als ich auch schon beim Radio Interviews mit denen gemacht habe, pflege, ist eine gute Vorbereitung, weil das ist, finde ich, etwas, was mit Respekt zu tun hat. Ich kann mich nicht in ein Interview setzen und nicht wissen, was die Person gemacht hat oder gedreht hat. Das finde ich manchmal schon erstaunlich, was da einige Kolleginnen und Kollegen an den Tag legen. Das ist Nummer eins. Ich glaube, wenn ich weiß, worüber ich spreche, dann merken die einfach auch, der hat sich mit mir wirklich befasst und dann wird das Gespräch auch interessanter. Ich habe jetzt in den letzten, und das sind jetzt bald 25 Jahren, natürlich ganz viele Leute schon häufiger getroffen. Und dadurch gibt es auch eine gewisse Akzeptanz. Ne? Also die Filmverleiher und die Filmstudio-Bosse und die Marketing-Leute und die Bodyguards und die Publicisten, die kennen mich mittlerweile sehr gut. Das heißt, die haben ein gewisses Basisvertrauen und wissen einfach auch, dass ich jetzt da nicht über die Stränge schlage und dass ich Dinge beherzige, die sie sich im Vorwege wünschen. Also es wird ja immer restriktiver, auch was das Privatleben angeht, aber ich glaube, dass man immer eine besondere Antwort auch bekommt, wenn man sich vernünftig auf Gespräche vorbereitet und das ist bisher auch immer so passiert. Also letztes Jahr bei der Once Upon a Time in Hollywood Premiere in Berlin mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt kam Brad auch auf mich zu und ich hatte vor Jahren zu World War Z habe ich mit ihm einen Helikopterflug über Berlin gemacht. Da waren wir eine Dreiviertelstunde im Hubschrauber und haben über den Film geredet. Und daran erinnerte er sich noch. Und das ist natürlich etwas, was mir dann in der Sekunde schmeichelt, weil er das jetzt nicht im Negativen erinnert hatte. Also es gibt da schon eine Basis des Vertrauens, aber damit muss man eben auch vorsichtig umgehen. Aber ich respektiere deren Privatleben und wenn sie drüber sprechen wollen, dann verschließe ich mich dem natürlich auch nicht, aber es gibt auch bestimmte No-Gos und das gilt vice versa, ne? Also ich sage auch jedem, ihr könnt mich alles fragen in Interviews, was ihr wollt, aber akzeptiert bitte auch, wenn ich zu bestimmten Dingen einfach nichts sage, weil
ich dann nichts dazu sagen möchte. Du hast eben das Wort Freundschaft in den Mund genommen und das ist logischerweise jetzt nicht so. Ne? Also ich habe Kontakte zu vielen Hollywood-Stars, aber das ist jetzt nicht so, dass ich, wenn es mir schlecht geht, die anrufe. Dafür habe ich wahre, wirkliche, ganz, ganz tolle Freunde. Meine ältesten Freunde kenne ich, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Ne? Und das sind dann mittlerweile 43 Jahre. Nee, wie alt werde ich doch? Ich werde 48, also seit 43,5 Jahren. Ich habe, das ist total geil, wir sind so eine Gang im erweiterten Freundeskreis, wirklich von 40 Jungs. Ne? Wir haben jedes Jahr ein Weihnachtsessen mit 20 Kerlen seit 25 Jahren. Also das sind meine Freunde. Ne? Und ich weiß, auch wenn ich die nicht häufig sehen kann, weil die viel zu tun haben und Familie haben und bei mir ist eine Menge los, aber wenn wir uns sehen, dann ist es, ich weiß, ich rufe die an und die sind da. Und das ist einfach das Geile. Und das ist mit solchen Leuten natürlich nicht so, aber das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ne, man trifft sich, man hat eine professionelle und freundliche Art, miteinander umzugehen. Wenn ich Hugh Jackman treffe oder sowas, dann reden wir natürlich auch über das Privatleben, aber off-camera, weil wir uns so häufig getroffen haben. Aber das ist immer ein vertrauensvoller, ehrlicher Umgang miteinander. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Meinst du, die haben untereinander auch so Buddies, wie du sie hast? Also meinst du, so ein Brad Pitt hat dann auch wirklich seinen Sandkastenfreund? Weil das wirkt für mich ja immer nicht so. Ich habe immer so das Gefühl, diese Leute, die sind auf dem Weg immer einsamer geworden, weil immer weniger Sandkastenfreunde da waren. Hast du das auch mal so aufgenommen? Ich glaube, das ist total schwierig. Ne? Also du musst dir das mal überlegen, in unserem kleinen Kosmos, was für Gerüchte über dich existieren, was für Gerüchte über mich existieren, wie getratscht wird nur in diesem kleinen Umfeld, das wir beide jetzt haben. Das musst du jetzt mal 1 Million nehmen oder mal 10 Millionen bei einem Brad Pitt oder Tom Cruise oder einer Angelina Jolie. Wir lechzen alle ja so nach Infos über deren Privatleben, dass da einfach so viel Bullshit auch geschrieben wird. Ne? Also es gibt einfach so viele Dinge, Stories, die kolportiert werden und warte mal ganz kurz. Ja. Entschuldige. Ich glaube, das schränkt dich einfach auch in deiner Freiheit ein. Ne? Und wenn du dann einfach auch manchmal nicht unterscheiden kannst zwischen, wollen die mir was Böses oder wollen die mir was Gutes? Ne? Ich meine, wie viele Vertrauenspersonen von Hollywood-Stars schreiben im Nachhinein ein Enthüllungsbuch, so lebt er wirklich? Ne? Oder, also ich meine, ich habe auch genügend Interviews gemacht, wo ein Star scheiße drauf war. Ne? Und wo ich dachte so, Alter, Kacke, warum ist das so ein Arschloch? Aber das ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Vielleicht hat er, keine Ahnung, ist er krank, hat sich gezofft, irgendwas Privates ist passiert. Und ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, deswegen ist es für die umso schwieriger, Leute zu treffen oder mit denen befreundet zu sein, die vielleicht nicht, sage ich mal, für den eigenen Erfolg etwas sozusagen rausnehmen wollen. Deswegen kann ich da immer nur sagen, also meine Freunde kennen mich ja weit vor meiner Fernsehkarriere und ich bin ja nun alles andere als, ne, ich bin ein Z-Star. Ich meine, die lachen sich immer noch tot, ne, über die Situationen, in die wir manchmal geraten oder wenn mich irgendjemand anspricht. Aber die sind eben auch total unterstützend. Aber auf der anderen Seite kennen sie meine Schwächen, meine Stärken. Sie wissen, was für Kacke ich gebaut habe, wie ich manchmal bin. Nehmen mich hops, holen mich Kiel, sagen mir ganz genau, was sie scheiße finden. Und das ist halt super. Und das braucht auch ein Brad Pitt. Und ich hoffe mal, dass er das hat. Aber der ist ja, ich meine, der ist ja nun wirklich, da hat er eine Wahnsinnswandlung gemacht. Der ist ja wieder auferstanden. Ne? Also der Oscar dieses Jahr war ja auch nicht, also der war gut in Once Upon a Time in Hollywood, aber ich glaube, das war der Oscar für die Wiederauferstehung des Brad Pitt. Eine Honorierung dessen, was er in den vergangenen Jahren gemacht hat. Das ist ein unfassbar smarter und kreativer Kerl, ne? Was der für Filme produziert hat. Ja. Was für ein geiler Schauspieler der auch ist, ne? Und ich meine, dann sieht er einfach auch nochmal mit Anfang 50 aus. Da boom. Können wir uns alles, ja, boom, genau. Ja. Hey, danke dir.
Erstmal so bis hierhin. Achso, ja, gerne. Ach, du, ich hoffe, ich texte dich da nicht voll. Nee, ich hab's super genossen. Achso, gut. Also, du bist auch coolerweise, weißt du, es gibt ja so diese oberflächlichen Kackaussagen, wenn man dann Menschen sagt, Mensch, du bist einer, mit dem kann man stundenlang reden. Aber du bist wirklich ein so angenehmer Gesprächspartner. Ich Ach, könnte mich jetzt danke. auch wirklich hier auf die Couch setzen und einfach wirklich stundenlang weiterzuhören. Ich glaube, Ach, jedem, danke dir. der zuhört, dem geht das genauso. Oh, vielen Dank. Nein, ich freue mich, aber das sind auch schöne Fragen. Du, ich meine, ich sage es dir nochmal, Entschuldigung, und dann darfst du auch weiterreden. Ich bin total dankbar für das, was ich machen darf. Ne? Und ich kneife mich immer noch. Ich hoffe, dass man auch meine kindliche Freude bei all dem Quatsch, den ich mache, immer noch anmerkt. Und ich bin einfach happy. Und ich gucke mir das zeitweise an und denke so zeitweise auch, als du das Intro gemacht hast, ich meine, schlag den Raab, ey. Das habe ich 6 Jahre lang gemacht. Das war auch so geil, das Team, ne? Goldene Kamera, die Oscar, das ist so absurd. Und ich arbeite immer noch hart dafür. Ich weiß, dass man es nicht for granted nehmen darf, aber ich finde es einfach geil. Und deswegen, also danke dir. Danke dir. Ich glaube, das ist auch eins der wichtigsten Sachen. Ich habe ja hier, bevor ich auf Record gedrückt habe, gesagt, dass ich in diesem Bauernhaus gerade bin. Während Corona-Zeit auch noch. Also ich habe im Internet auf Airbnb geguckt, okay, wo gibt es Möglichkeiten, quasi mein Homeoffice aufzumachen. Ja, ich wollte es super easy und simpel. Und die Inhaber haben dann gesagt, naja, also Herr Schmidt, Sie kriegen hier schon unser großes Bauern-Penthouse. Und lustigerweise schläft Thomas Gottschalk hier immer drin, wenn er irgendwie in der Nähe Echt? vom Ammersee ist. Ja, die haben irgendwie eine gemeinsame Freundin hier. Ach, das ist ja geil. Und Das ist übrigens auch ein ganz toller Mensch, ich habe den muss ich noch nie sagen. kennengelernt. Ich bin Ich habe nur den mal Moderator kennengelernt. geworden, weil Thomas Gottschalk Wetten, dass moderiert hat. Ich Ich will diesen auch. Mann unbedingt noch kennenlernen. Das Wie war ist, es für ich dich? finde, ach, das war ein totaler Flash, ne? Weil ich habe den auf einer Veranstaltung kennengelernt, die habe ich moderiert und da. Und dann hat er mich irgendwann beim Deutschen Fernsehpreis mal zur Seite genommen und hat gesagt, Steven, hör mal zu, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Und das ist ein so geiler Typ. Ich vergötter den, habe ich früher im Fernsehen, aber auch als Persönlichkeit. Also das hat mir schon sehr viel bedeutet. Das war für mich so ein, da kannst du mir auch Brad Pitt und alle um Hals hängen. Das war für mich Wahnsinn. Ja, Einfach geil. auch Und auch, immer dass er noch irgendwie wusste, wer so, ich bin. ja, Ja. ich habe dem auch alles verziehen, also alles, was irgendwie so dieses ganze, er hätte nach Wetten, dass aufhören müssen und er, also so alles, ist mir alles egal, Thomas Gottschalk ist einfach nur geil. Alle wissen es immer besser. Das ist ja Ja. immer so. Ne? Also, ich meine, es ist genauso wie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja. Hätte, hätte, Fahrerkette. Ne? Ja. Ich habe die WM hätte auch anders ausgehen können. Und jetzt Ja. wissen alle, Jogi Löw hätte das machen können. Aber es ist so Bullshit. Ist Ja, alles ist okay. Jeder darf hinfahren und aufstehen. Und ich ganz im Ernst, wer 25 Jahre so eine Karriere gemacht hat, ne, die größte europäische Unterhaltungsshow überhaupt moderieren durfte, ey, ganz im Ernst, das muss dem erstmal jemand ma nachmachen. Das ist wie ein Riesenfilmerfolg. Ne? Es gibt auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben ein einziges Mal einen Treffer gelandet und werden daran immer gemessen. Und klar möchte man danach noch, dass die Karriere weitergeht, aber ey, Gottschalk ist eine Ikone. Das wird er immer bleiben. Ja, ich dachte mir dann gestern einfach nur, als ich hier auf dieser Couch saß, genau dieses riesen dicke, fette Danke. Also das kam so aus meiner Brust rausgeschossen und dachte mir, was habe ich für ein geiles Leben? Ja. Wie geil ist denn das? Was darf ich hier gerade machen? Danke für dieses Interview, danke für was ein geiler Scheiß. Ja, Also genau so. Und ich bin genau das kann total man. überwältigt von dem allen. Also. Ja, aber genau so muss man das machen, Tobi. Das ist Ja. ja das Allerwichtigste. Ja. Also Mein vielen Lieber, ich Dank muss, dir. glaube ich, gleich mal, Ja, ja, genau. die Also, nee, ich Waschmaschine danke ruft. dir. Nein, nein, die Waschmaschine ruft nicht. Ja, Die sitzt du ruft eigentlich in deinem nicht. Badezimmer? Sieht so aus, ne? Das wäre geil. Na, ich sitze die ganze Zeit auf Toilette. Ja, genau.
Das ist die Küche. Ach Aber sieht so, geil okay. aus, ne? Die Küche mit den Sehr Kacheln. Das geil. wäre geil. Die Ja. sitzt seit über einer Stunde schön auf dem Lokus. Mit Magen-Darm. Nein, Ja, ist genau. nicht so. Das macht man so am Ende von einem Interview. Ja, genau. Dann fragt man so: Hast du der Community noch was mitzugeben? Irgendwie so das, was deine Lifetime-Message, was du mitgenommen hast aus deinen 27 Jahren Lebenserfahrung. Also, Tobi, es liegt mir eigentlich fern, irgendwelche Ratschläge nach außen zu kolportieren, weil ich glaube, das Wichtige ist, jeder weiß ja, was für einen selbst am besten ist. In diesen Zeiten kann ich nur allen Leuten wünschen, echt bleibt gesund, haltet durch. Das ist für uns alle etwas Neues und Schwieriges, aber da gibt es, glaube ich, so viele Menschen, denen es echt schlecht geht und ich drücke die Daumen, dass wir da echt alle heil rauskommen. Und ansonsten, glaube ich, im alten Abenteuerstil von Indiana Jones und vielen anderen, bleibt neugierig, bleibt interessiert, bleibt kreativ und probiert aus und habt keine Angst. Ne? Finn Kliman hat letztens im Gespräch so was Schönes gesagt, probiert ständig neue Dinge aus und vergisst dann im Nachhinein, wie das Ergebnis war und macht es dann einfach nochmal, ob es jetzt gut oder schlecht war. Und ich glaube, das ist eine schöne Einstellung zum Leben. Ich glaube, wir haben, das ist das einzige Leben, das klingt jetzt so klugscheißerisch, aber lebt, genießt und macht es euch schön. Und dann können wir alle gemeinschaftlich echt Geiles auf die Beine stellen. Ich Vielen hoffe, Dank. das klingt nicht zu theatralisch und pathetisch. Nee, Also ich Tobi, ich fand's habe dir zu geil. danken. Danke für das schöne Gespräch und ich drücke dir die Daumen für alles, was da kommt. Und ich hoffe, also lass uns mal in Kontakt bleiben. Interessiert mich, was bei dir noch alles passiert. Und wann Thomas Gottschalk bei dir sitzt und nicht auf dem Sofa liegt. Da rufe ich dich an. Wenn Thomas Gottschalk mein Gast wird, dann rufe ich dich an. Sag, Steven, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Ja, geil. Thomas Gottschalk sitzt hier. Ja, ich dachte immer irgendwie, ich habe mich von ganz vielen Leuten auch verabschiedet mit dieser Hocharroganz. Ja, dann sehen wir uns ja und dann auf ganz bald und so. Und dann dachte ich immer, ist aber schon ein paar Jahre her, habe ich mir immer gewünscht, dass ich dann in den ganzen coolen, super High Societies bin, wenn ich die dann da wiedersehe. Bei dir sage ich ganz bewusst, ja, dann auf bald. Es wird Genau. dieser Moment kommen und da werden wir uns persönlich treffen. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann dürfen wir hoffentlich wieder Hände schütteln und uns einmal in den Arm nehmen. Weil Ja, das brauchen wir dann alle. cool. Tobi, viel Okay, Glück, viel Erfolg. dann auf ganz bald. Auf ganz bald. Tschüss. Tschüss.